Willkommen zu einer kleinen Runde League of Legends. Oder wie manche sagen würden, hallo und wir spielen jetzt mal LOL. Und dann sagen einige wieder, ja, Roffel, du hast LOL gesagt, ne? Aber ist auch egal. So, bevor ihr jetzt hier so das ultimative Battle in League of Legends erwartet, muss ich dazu sagen, das wird ein erst kacknubigste Kacknub-Spiel, das ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Ich habe das Spiel vor ungefähr einem Jahr, ungefähr 3 Matches lang oder sowas gezockt. Und bin jetzt definitiv alles andere als ein Pro. Hab jetzt vor dieser Aufnahmesession noch eine Runde gezockt, einfach um mich mit der Steuerung nach einem Jahr wieder vertraut zu machen und so weiter und so fort. Und von daher nicht zu viel erwarten. Es dient eigentlich mehr oder weniger zur Belustigung als so wirklich so professionelles Spiel zu sehen. Ne? Und ja, deswegen wird dann das Format auch irgendwie kacknubiges League of Legends Play heißen oder wie auch immer. Ich weiß es noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Und ja, schreibt mir doch da einfach mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps zu meinem Spiel können habt oder sonst irgendwie meint, ja, mach das mal öfter oder so, mal gucken. Vielleicht mache ich das dann, wenn es genug Leute gibt, die sowas interessiert. Und ja, im Moment warten wir, bis alle hier den Ladebalken voll haben, damit wir endlich loslegen können. Es kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ne? Sind immer die Gegner, auf die man so lange warten muss. Hier, der Israel, der ist ja auch schon fast fertig. Fast. Na gut, jetzt holt ihn der Gegner ein. Nein. Und ich habe auch keine Ahnung von dem, was ich alles kaufen muss und wie ich zuerst killen sollte. Aber naja, ich bin halt ein Kacknub in diesem Spiel. Ja, und deswegen, wie gesagt, nicht zu viel erwarten. So heißt es mal bald. Immer muss man auf seine eigenen Teamkameraden warten. Es gibt's auch nicht. Mach hinne. Und ja, ich habe Pantheon gewählt. Einfach aus dem Grund, früher kam ich mal mit dem in den 3 Matches da einigermaßen gut klar. Und jetzt habe ich gesehen, in dieser Woche, wo es wieder Charaktere gibt, die halt so frei zugänglich sind, da war er wieder mit dabei und da dachte ich mir so, ja, kannst ja mal nehmen, schadet nicht. Alter, was hat denn der für eine Drossel kommen? Geht doch. So, jetzt kannst du auch mal losgehen. Heute noch. Och Leute, geht doch. Komm, wir kaufen hier erstmal hier so eine kleine Klinge. Machen wir plus 80 Leben und plus 10 Schaden. Und dann mal gucken. Wir skillen auch gleich mal. Und dann gehen wir hier so Richtung Türme. Irgendwie. Irgendwo. Und irgendwann. Also ihr müsst auch nicht erwarten, dass ich irgendwen hier killen werde. Also wenn ich tatsächlich jemanden kille, dann hat er noch weniger Skill als ich. Und das muss dann schon was heißen. Und ja, ich weiß, ich laufe jetzt nicht einfach so zum Turm hin. Ich könnte höchstens gucken, ob hier noch so ein anderer Depp ist, den ich dann hier zum Turm locken kann. Aber sonst glaube ich nicht, dass hier irgendwas Tolles ist. Das ist schon zu weit raus. Das gefällt mir schon mal nicht. Nee. Gehen wir mal wieder zurück. Ein Stückchen. Folgen hier dem hier mit dem Möchtegern-Handschuh. Wieso? Ups. Ja. Das gefällt mir nicht, wenn die sagen, ups. Ach so, er ist hier wahrscheinlich in den Turm reingerannt oder sowas. Das ist ja schon super für den Anfang. Da, stirb. Und. Yeah, ich habe ihn unterstützt. Ich habe ihn nicht gekillt. Yeah. Okay. Das lief ja schon für den Anfang gar nicht mal so verkehrt. Ne? Da kann man mitarbeiten. Wenn das jetzt noch häufiger passiert, dann ne, ist das schon mal gut. Ja, wir haben schon mal den ersten Kill auf unserer Seite. Mal sehen, wie das Ganze hier noch sein wird. Mit welchen Kacknoobs ich hier zusammenspiele und so. Abwarten und Tee trinken. So,
Da ist der nächste Noob. Da ist der nächste Noob. Drauf da. Drauf, 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 drauf. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Oder auch nicht. Dann laufen wir halt wieder zurück. Okay. Okidoki. Und ich schlag so langsam zu, ne? Das ist ja am Anfang immer eines Spiels immer so. Oh. Na, na, ja, los, hau ihn tot. Na, dann halt nicht. Da müssen wir halt noch warten. Ich überlege gerade, ob ich uns hier schon mal hochheile so ein bisschen, obwohl es lohnt sich eigentlich noch nicht. Da kommt der nächste Street Fighter hier. Geh weg. Da habe ich ihn zumindest so ein bisschen mal angehauen. Ist ja auch nicht verkehrt. Zack. Und auf den Turm. Los zerstören. Oh, jetzt kommt der mehr andere schon wieder entgegen. Das gefällt mir schon wieder nicht. Oh Gott. So, nebenbei hier immer schön auf die ganzen Mobs einschlagen, um zu leveln, um Gold zu bekommen. Wir bekommen ja immer Gold dadurch, dass wir halt die anderen hier so ein bisschen, ne? So ein bisschen killen und so. Na los, 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 los. Drauf da, nein! Shit. Schade. Ich hätte ihn ja gerne gekillt. Aber, nö, anscheinend. Wow! Da kommt er zu zweit an. Da kommt er zu zweit. Nicht gut. Nicht gut. Ich kenne meinen Weg. Kumpel, wie wär's mal, wenn du uns hochhältst, falls du sowas hast? Yeah, er hat ihn gekillt. Sehr schön. Das gefällt mir. Ja, zu nah am Turm, zu nah am Turm, zu nah am Turm. Okay. Teleportiere mich, glaube ich, gleich mal zurück. Glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Aber es scheint so, als hätten wir ein Kacknoob-Team als Gegner. Weil die lassen sich doch schon relativ leicht töten. Das finde ich aber jetzt gar nicht mal so verkehrt. Kochen kann ich jetzt noch nichts Tolles. Gehen wir mal wieder weiter dahin irgendwo. Jetzt, wo wir wieder hochgeheilt sind. Können wir wieder ins Geschehen eingreifen. Na los, geh auf ihn. Yeah. Na los, wo bleibt er denn? Mein oller Sparta-Krieger. Los, lauf. Lauf schneller. Da, er braucht Hilfe. Er ist erst Level 4. Also jetzt mein Freund, ne? Also, ich brauch so eine Hilfe. Es ist... Wahrscheinlich bin ich auch mehr für ihn ein Debuff als eine Hilfe, aber naja. Ja, zurück, 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 zurück. Und? Yeah, ich hab wen gekillt, ich hab wen gekillt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt schnell zurück, 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 zurück. Schneller laufen, zurück, 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 zurück. Wow. Ich hab wen gekillt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemanden in League of Legends gekillt habe. Ja, in den drei Runden, die ich bisher gespielt habe, ist das das erste Mal. Okay. Mit Stolz. Die haben ja auch schon gerade in Chat geschrieben, was it a noob? Und der andere schreibt, ja. Also es geht wahrscheinlich noch zu dem, den wir vorhin getötet hatten. Aber, naja. Ich meine, so ein schlimmerer Noob als ich kann er nicht sein. Obwohl, ich meine, wir haben ihn getötet. Da muss ja schon was dran sein. Ja, wenn ich jemanden töte, das ist, ne? Da fühlt er sich aber auch geowned. Dann will er da nach Hause gehen und sein Leben überdenken. Ja, so League of Legends ist definitiv nicht so das Spiel, wo ich sage, jo. Da bin ich voll der Pro, da werde ich auch niemals der Pro sein. Vielleicht irgendwann mal mit eurer Hilfe, wenn ihr das denn öfter sehen wollt oder so. Mal gucken. Na los, komm ran. Scheiß Depp. Wir kriegen dich. Und deine ganze Brut. Oder auch nicht. Hallöle. Hallöle. Ich mach euch platt. Zack. Und die Schaden. Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und nein, nein. Nein, halt nicht. Gleich vielleicht? Hier so? So. Und nochmal, nochmal. Nein. Brauche ich Abklingzeitverringerung. Damit ich da schneller angreifen kann. Aber nö. Er ist aber auch schon wieder fast tot.
Also sind schon leicht tötbar hier heute. Das gefällt mir irgendwie. So, und jetzt ihr Mobs auf den Turm. Hinten ist der Typ. Und ja, ich habe noch wen gekillt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Na gut, passiert. Muss ja auch mal getötet werden, ne? Okay. Ja, wir sind schon mal ein ganzes Stückchen besser, als ich erwartet hätte. Noch sieht die Tode- und Kills-Statistik noch nicht so gravierend aus. Das wird natürlich noch schlimmer, aber naja. So, was haben wir denn hier? Was kann ich denn jetzt mal Schönes kaufen? Also von den empfohlenen Gegenständen kaufe ich eigentlich auch hin und wieder mal was. Hier, wir nehmen erstmal das hier. Und dann mal gucken. Ja, später ist die Siegel der drei Einigkeit oder wie das auch immer heißt. Das kaufe ich natürlich auch, wenn ich genug Gold dafür habe. Ich habe ja auch immer das Problem, dass ich entweder das Gefühl habe, ich hänge mit dem Level hinterher. Oder dass ich zu wenig Gold bekomme. Oder beides ist es eigentlich immer. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, dann könnt ihr das ruhig mal in den Kommentaren schreiben. Ob es eine Möglichkeit gibt, schneller zu leveln. Jetzt so anhand meines Gameplays, ob ihr da schon irgendwelche Fehler erkennen könnt, dann könnt ihr die Tipps ruhig in die Kommentare schreiben. Habe ich nichts dagegen. Ich bin ja nicht Kritik abweisend, sondern ich, ne? Ich lasse gerne mich auf Kritik ein und versuche die dann besser umzusetzen. Ja. Kommen die Deppen hier schon wieder. Weg! Ah, weg, weg, weg. Okay. Wieder ran, 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 ran. Ah, Gott. Wo bleibt mein Kumpel? Kann er jetzt mal schneller herkommen hier? Also wirklich. Kann das jeder machen, oder? Ja? So, jetzt auf ihn hier. Und. Nein, das ist zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Lauf. Lauf. Oh, okay. Alter, wie hat er denn den gekillt aus der Entfernung? Ja, wenigstens war ich da wieder hilfreich und hab mitgeholfen. Wenigstens etwas. Yay, Level up. Immer schön weiter die Creeps killen, damit wir an Gold kommen. Okay. Attacke! Und nochmal! Und! Yeah! Ich hab jemanden gekillt, schon wieder! 3 Kills! WTF, was ist heute los? Ehrlich. Das wundert mich so ein bisschen. Aber jetzt sollte ich vielleicht zurückgehen, weil ich wenig Leben habe und so. Vielleicht ein bisschen. Obwohl, ja, so ein bisschen EP abfarmen kann ich ja noch. Nein, ich sollte nicht zum Turm, nicht zum Turm, nicht zum Turm. Ich sollte hier hin. So normalen Mobs. Verrecke! Oh, der nächste Depp. Ja, ich skille gleich, ich skille gleich, ich skille gleich, ich skille gleich. Keine Panik. So. Nee, das Ultimum hier nehme ich noch nicht. Also ich habe ja anscheinend voll den Megapro dabei. Oder halt die anderen sind voll die Kacknoobs. Jedenfalls killt er immer die anderen. Das gefällt mir. Ja. Mir gefällt es immer nicht, mit wenig Leben irgendwo reinzulaufen. Ja, vielleicht sollte ich zurücklaufen und mich heilen. Aber ich denke auch so. Dann gehen mir immer so auf Zeit gesehen viele Erfahrungspunkte einfach mal flöten. Und es ist eher weniger gut, wenn ich das mal so ausdrücken darf. So, jetzt hauen wir hier schnell den Turm kaputt. Und yeah! Okay. Jetzt kann ich aber ruhig gleich mal so vielleicht zurück oder so. Ich weiß ja noch nicht. Erstmal hier noch ein bisschen draufkloppen. Und gleich, wenn es richtig eng wird, dann halt zurück. Die anderen haben jetzt noch nicht so viele Kills, das gefällt mir eigentlich. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, komm, gehe ich jetzt mal kurz zurück hier.
So ein paar Meter. Gucke mal, ob ich irgendwas Neues Tolles kaufen kann. Obwohl, ich sollte wahrscheinlich einfach sparen. Obwohl, diese Schuhe habe ich eigentlich immer gerne. Oder? Ich lasse die Schuhe mal weg. Ich nehme dann lieber später was Teureres. Ich hab's halt schon gern, wenn ich ein bisschen schneller laufen kann, aber nicht jetzt. Später vielleicht. Okay, vielleicht sollte ich auch was für Lebensregeneration kaufen. Das wäre eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Nur sollte ich da wahrscheinlich auch eher was Teureres kaufen, weil wenn man sich was Teureres kauft, dann lohnt es sich eigentlich in der Regel immer mehr. Oder nicht? Schreibt es in die Kommentare, damit ich dazulernen kann. Sie werden es nicht genießen. Aua, das ist heiß, verdammt. Heiß und fettig. Ah, schon wieder kein Leben. Das gibt's doch nicht. Mit Stolz. Das gibt es doch nicht. Nein, 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 ich sollte da nicht hin. Ich teleportiere mich nochmal zurück. Okay. Ja, das war fast knapp. So, kann ich hier was für Lebensregeneration kaufen? Noch nichts Tolles. Gibt hier natürlich so ein paar Sachen, die sind ziemlich gut. Ja, ja, es ist auch alles so teuer. Verdammt, ich muss mehr Leute killen, um an mehr Gold zu kommen. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Helfen wir erstmal unseren CG-Ripley hier mal wieder. Das finde ich auch so merkwürdig, weißt du, so viele Leute hier haben so ein Fantasy-Setting und er hier hat hier so ein Baseball-Handschuh oder wie auch immer sich das Ding nennt. Hier so ein Finger-Handschuh halt, ne? Aber naja. Ist halt der Stil von League of Legends. Ah, shit. Na los, auf ihn! Oder auch nicht. Später vielleicht. Nein. Er läuft wieder zurück, das gefällt mir nicht. Ich kenne meinen Weg. Ein Verbündeter. Shit, jetzt hat er sich geheilt. Nein. Das wäre doof. Ich gehe lieber auf ihn hier. Und. Und zurück. Zurück. Ein bisschen heilen. Könnte es schaffen, wenn ich mich nicht so doof anstellen würde. Auf ihn hier erstmal. Oder auf sie. Ist ja ein weiblicher Charakter. Ah, shit, ich komme nicht an die Mobs ran, weil ich Nahkämpfer bin und die anderen Fernkämpfer. Ist ein bisschen doof. So, und. Down. Sehr schön. Mann, bin ich heute gut. So, ernsthaft. Ich habe vorher nie Leute getötet. Das haben immer die anderen für mich gemacht. Ich bin immer der, der einfach sterben gegangen ist. Aber wahrscheinlich reiße ich mich für das Spiel hier so ein bisschen zusammen. Na los, auf ihn. Ja, yeah, ich habe noch einen gekillt. WTF? Was ist mit mir kaputt? Ernsthaft. So, nehmen wir erstmal das. Weil ich kämpfe eigentlich mit dem Charakter mehr mit den, Attacken Q, W und E statt mit R, mit dem Ultimum. Oder die Ultimate, wie die Fachleute es nennen. Aber naja, ich komme halt damit eigentlich relativ gut zurecht. So, bei dem Charakter speziell benutze ich das eigentlich eher, um dann in so einem Gebiet wirklich einzutreffen und die ganzen Mobs wegzuhauen, um manchmal auch Schaden auf die gegnerischen Helden zu machen. Allerdings hat das immer so eine lange Ladezeit und so lange braucht das, bis es quasi niederfällt der Charakter, also er springt dann in die Luft und landet dann halt im Gebiet und macht da Flächenschaden ohne Ende. Ne? Ja, shit, das gefällt mir nicht mit so wenig Leben da. Aber er hat es geschafft. Sehr schön. Nehmen wir das hier nochmal. Das reinspringen und betäuben. Euer Team hat einen Turm zerstört. Auf der Stelle. Ach, ihm helfe ich hier mal kurz. Einfach mal, es gibt ein bisschen Gold. Ist auch nicht verkehrt. Ich
kenne meinen Weg. Na, macht er jetzt hier noch so einen Gegner platt? Also es gibt ja auch hier Mobs, die stehen einfach mal so in der Gegend rum. Und ja, den Drachen sollte ich vielleicht nicht angreifen. Doch! Okay, wenn er meint. Ja, shit. Ich bekomme zu viel Schaden. Ja. Das gefällt mir nicht. Ja, er macht Schaden auf mich. Nein, das gefällt mir nicht. So, und drauf da. Bam, 190 Gold. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Jetzt sind auch die Helden da unten wieder im Gange. Wo will er denn jetzt hin? Ach, hier die Creeps, ja. Ach so, er wollte ja nur so ein Auge hinsetzen, aber das geht ja noch. Okay. Sind wir hier vier Helden und wir schreiten hier voran, so ein bisschen zumindest. Kann mal jemand heilen? Heilung. Ich könnte ihn hier gebrauchen. Nee, nicht zu nah an den Turm, nicht zu nah an den Turm. Na gut, ein bisschen. So, drauf da. Und weg. So. Wir sind schon in der Base, das gefällt mir. Ich weiß nicht, sind die anderen Helden irgendwie teilweise schon off oder wie ist das? Ja, weg. Achso, das war von, das wird schon, weil ich immer nur diese Feuerattacke sehe von dem anderen Typen. Und das macht mir dann manchmal so ein bisschen Angst. Ich kenne meinen Weg. Ja. Okay. Gehen wir weiter ran hier. Ah, da kommt hier Mr. Feind. Mr. Feind ist tot. Ich auch gleich. Ich glaube, ich gehe jetzt echt mal zurück und heile mich mal wieder hoch. So. Einfach nur mal so ein bisschen. Vielleicht kann ich ja jetzt was Vernünftiges kaufen. Irgendwas mit mehr Schaden oder sowas. Geht gar nicht mal verkehrt. Wo waren das? Ich kaufe ja eigentlich immer gerne diese Axt. Diese hier, schwarzes Beil. War das schwarzes Beil? Wieso ist das denn so günstig? Das war doch sonst immer teurer. Hm. Gucken wir mal hier. Schaden. Ja, fehlt uns eigentlich nicht mehr viel. Dann können wir gleich Stärke der Dreieinigkeit kaufen. Vorwärts. Das heißt Siegel. Wo ist halt Stärke? Okay. So. Gehen wir jetzt hier zu Sorry for Killing You. Sorry for Killing You wird jetzt sowas von gekillt. Los, das schaffst du. Ich habe sie auch schon mal getötet, glaube ich. Ja, dieses gegnerische Team hat irgendwie kaum Chancen. Aber mir macht das nichts aus. Ne, ich finde das eigentlich ganz gut. Nur halt, dass ich so langsam bin, das ist nervig. Ich weiß, es gibt Sachen zur Beschleunigung und ich laufe auch schneller mit der Stärke der Dreieinigkeit. Aber das muss ich noch so ein bisschen warten. Und ich glaube auch nicht, dass wir noch großartig dazu kommen werden. Weil unser Team schon so weit vorgedrungen ist. Aber irgendwie kriegen wir es schon. Sieht eigentlich sehr gut aus, das Match bisher für uns. Kann sich natürlich auf einmal noch ändern. Aber abwarten. Abwarten. Was kommst du wohl ran, du Sparta-Typ? Alter, fängt da nicht mal an zu laufen. Okay. Ach, nee, wirklich. Wir sind am Winning. Yeah. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, shit, jetzt kommt der da. Der kommt. Schnell weg hier. Und jetzt drauf da. Ja, shit. Das war jetzt mein zweiter Tod. Okay. Das war doof, ich geb's ja zu. Zwischen zwei Gegnern ohne Unterstützung und in der Nähe vom Turm, das konnte nicht gut gehen. Egal, sind wir gleich wieder am Lager und können dann endlich hier das Stärke der Dreieinigkeit kaufen. Na, fast. Fehlt uns immer noch so ein bisschen, schade. Das hat immer
3400 noch was gekostet. Okay. Gegner wurde getötet. Wie viel genau? 340. Okay. Wir könnten eigentlich auch die Zeit hier absitzen und warten. Aber naja. Gehen wir halt hier nochmal so ein bisschen rum. Kloppen hier noch ein paar Mobs oder so. Die anderen hier kommen auch schon sehr gut voran. Geht überraschend schnell heute. Also normalerweise dauern ja so Matches auch schon mal so bis zu einer Stunde lang. Aber noch ist es ja nicht vorbei. Noch ist es nicht vorbei. Und wieder mal hänge ich mit dem Level hinterher. Das gefällt mir nicht. Da stehe ich immer so, als der Kacknub da war. Es ist ja auch kein Geheimnis. So, drauf da. Na los, mach's tot. Ah, da sind zu viele Feinde. Zu viele. Sie sind zu viele. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, besser. Obwohl, wir gehen jetzt zurück. Jetzt können wir uns endlich das Stärke der Dreieinigkeit raufen. Und ein bisschen mehr Schaden machen und sowas. So, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Kaufen, fertig. Und dadurch bin ich schon mal eine kleine Ecke schneller. Und sowas ist ja auch nicht verkehrt, habe ich gehört. Was? Der gegnerische Inhibitor? Ach so, er wird bald aufgebaut sein, ja. Okay. So, können wir jetzt mal schneller hier vorankommen, bitte? Kuschelbär? MTF. Was die alle für Fähigkeiten haben. Faszinierend. So, Leute, ich bin auch da. Gleich. Da komme ich. Da bin ich. Hey, ich bin immer noch Level 10. Wow. Ich habe wieder unterstützt. Achso, das gehen so vielleicht auch. Hier nehmen wir mal das. Speerwerf ist immer ein bisschen nützlich bei dem Typen hier. Kann ich immer so ein bisschen aus der Entfernung was machen und das ist ja auch nicht verkehrt. So, jetzt auf den Gegner hier. Wow, mach deinen Schaden. Weg hier, weg. Leute, unterstützt doch mal. Ja. Ja, schnell weg. Und Teleport. Zum Heilen. Weil ich ja keine Tränke kaufe. Ich bin ja so Anti-Tränke. Das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt. So. Was ist denn das nächste, was wir uns holen? Wenn wir dann noch dazu kommen. Wir könnten Lebensregeneration was besorgen. So das Bollwerk oder so. Nee, nicht das Bollwerk, sondern das hier. Oder? Was hat das hier noch so Schönes? Ah ja. Aha, okay. Vorwärts. Ist halt die Frage, brauche ich das unbedingt? Obwohl, es wäre eigentlich schon hilfreich, ne? So ein bisschen mehr Lebensregeneration zu haben. Dann können wir länger im Gefecht tummeln. Wir heilen uns, während wir kämpfen und so weiter und so fort. Hat schon alles seine Vorteile. Ich könnte natürlich auch was für die Defensive kaufen. Aber Defensive könnte man. Allerdings ist der Typ an sich schon defensiv durch seine Spezialfähigkeit Ägidenladung. Das blockt dann hin und wieder mal so einen Angriff. Legt sich immer mal wieder auf und so weiter und so fort. Also der ist schon eigentlich defensiv genug. Türmchen. Sollten vielleicht auch links und rechts auf die Türme gehen und auf die Inhibitors, genau. Genau das wollte ich sagen. Erstmal hier drauf. Ja, shit. Ich stehe voll in der Kurze. Ach du Kacke. Sind das viele. Ja, ja, geht nicht auf mich, das ist auch schlau. Und ich habe unterstützt. Jetzt hier auf den Street Fighter wieder. Ich lese da immer zuerst Street Fighter. Aber das ist voll verkehrt. Und ich habe jemanden gekillt. Oh mein Gott.
So, und jetzt drauf da. Einfach nur drauf. Draufhaltern. Oh, das sieht sehr gut aus. Yes! Ich habe gewonnen! Ich glaube, das ist das zweite Match, das ich jemals gewinne. Wuhu! Ja, die restlichen Matches habe ich immer verloren. Okay, das war's mit der heutigen Runde von League of Legends. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr öfter diese Kacknoob-Runden von mir sehen wollt. Dann halt mit auch umgesetzten Tipps von euch oder so. Und ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob ihr es öfter sehen wollt, ob nicht und so weiter und so fort. Würde mich einfach mal interessieren und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und danke euch fürs Zuschauen und sage jetzt einfach mal Tschüss und bis dann.